Mal schauen, was der baut. Ist auf jeden Fall Bambus, das sieht man. Gespannt. Er macht Löcher in den Boden. Ja, okay. Okay, den Bambus da rein und die Löcher zu machen. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, was das werden soll. Mit so ein bisschen Sand rein. Das ist doch niemals stabil. Ach, jetzt kloppt er das fest. Okay. Ich wollte mir schon sagen, das ist doch gar nicht stabil genug. Wenn der Sand, der Dreck so locker da drin ist. Was ist das? Ist das Efeu? Gibt es das überhaupt da im. Was ist das? Ist das ein Dschungel? Deswegen hat er dort die Löcher reingekloppt. Ah, okay. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, mit was er das dort festmacht. Ob das Efeu ist oder irgendeine Rankenart. Er benutzt es auf jeden Fall als Seil. Okay. Also das sieht für mich bis jetzt aus wie so eine Kletterstange auf dem Spielplatz, wo man so die Rollen drüber macht und alles. Aber der hat gerade eben noch dort eine Querstange angebracht und das ist jetzt schon stabil, der war, saß ja gerade drauf. Okay. Ey, wenn das jetzt schon so stabil ist, ja. Das ist jetzt ein Haus. Es scheint ein Haus. Es wird ein Haus. Okay. Ja, bis jetzt sieht es richtig nice aus. Jetzt überlegt euch mal, ihr geht Urlaub machen im Dschungel. Ihr lauft einfach durch den Wald und da steht so eine selbstgebaute Hütte. Ich würde aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen. Oder ihr seht jemanden, der gerade dabei ist, so eine Hütte zu bauen und einen Zweder, der die Kamera hält. Ja. Aber das Dach ist noch nicht ganz dicht. Ich lasse mich überraschen, wie es weitergeht. Jetzt kriegt das Haus auch ein Vordach. Okay. Aber man sieht, es ist noch nicht stabil genug. Das wackelt noch. Und nicht gerade wenig. Alter, das ist doch eine Heidenarbeit, das die ganze Zeit zu machen. Hat er das an jedem Tag gemacht? Der hat auch bestimmt irgendwo noch Helfer, die ihm jetzt die nächsten Baumaterialien vorbereiten, den Bambus und ich weiß gar nicht, was der dort da als Wand und Dach genommen hat. Okay, das Wetter war hier jetzt auf jeden Fall einmal ganz anders und hier ist es wieder ganz anders. Also das ist auf jeden Fall über mehrere Tage passiert. Was jetzt? Baum? Ist das Rinde? Nee, das ist keine Rinde. Das sieht mir eher aus wie Lehm.
Ja, das scheint Lehm zu sein. Okay. Wie weit muss der gehen, um das Wasser zu holen? Weil das trocknet doch im Lehm wieder ein. Okay, der ist bestimmt ein paar Mal gerannt. Ja, so hat man ja früher auch die Hütten gebaut. Lehm und Stroh. Einfach so draufschmeißen jetzt. Ja. Alter, ist das stabil. Das hätte ich nicht gedacht. Ich frage mich jetzt ernsthaft, wie lange der für das Dach gebraucht hat, weil der hat ja nur dieses kleine Loch, wo er das zubereitet hat. Den Lehm. Jetzt kommt nochmal Bambus drauf, damit es schön aussieht. Sieht wirklich schön aus. Und jetzt noch den Rest vom Dach und vom Vordach. Ah, okay. Die Seiten hat er jetzt auch schon mit Lehm gemacht. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus, die Hütte. Und jetzt ist sie wenigstens auch stabil genug. Man weiß ja, Lehmwände spenden Kühle. Also in dem Haus wird es auf jeden Fall immer schön kühl sein. Was soll das jetzt? Was soll das werden? Das ist ein Tisch? Sieht fast aus wie ein Tisch. Ich glaube nicht, dass das ein Bett wird, weil wenn er sich da drauf legt, das knickt doch durch. Das geht doch kaputt, so dünn wie das ist. Kommt auch noch Fußboden rein, oder wie? Okay. Aber der wird das doch nicht so lassen. Das glaube ich nicht. Darauf kann man doch gar nicht laufen. Auch wenn es so eine Hütte ist, wo man vielleicht reingeht, um zu essen oder zu schlafen. Ist das dort doch ein Bett? Da gerade gar nicht mehr durch, was das da drin sein soll. Also den Fußboden erkenne ich. Aber mehr. Ja. Okay. Was wird das? Macht der jetzt noch eine Tür rein? Hat noch eine Tür mit reingemacht, angebaut. Eingebaut, so. Okay, die Fenster. Kommt jetzt noch Deko dazu? Okay.
Ja, da hat er noch Deko dazu gemacht. Ja, noch ein Blümchen. So muss es sein. Oder mehrere. Okay, das war ein schöner Zeitumschwung. Ja, es war auf jeden Fall eine schöne Hütte. Ob das eine Ding da drinnen ein Bett war oder ein Tisch, ich weiß es nicht. Für ein Bett war es nicht stabil genug, bin ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall, es war ein sehr schönes Video. Wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.